Oh, warum durfte ich das nicht machen? Tja, los jetzt. Na, ihr? Mama! Justus hat mir einen ganz schönen Schrecken eingejagt. Hm. Ja, das ist das Zimmer von Justus und Tommy. Hier sind die Betten, hier die Schreibtische und da die Schränke. Emma. Justus macht für 3 Wochen eine Kur, um seinen Eisenvorrat aufzufüllen. Und danach geht er euch hier wieder auf den Keks. Das heißt, ich habe 3 Wochen sturmfreie Bude? Naja, falls Emma nicht entscheidet, hier einzuziehen, damit du nicht so alleine bist. Gute Idee. Bloß nicht. Ich glaube, Tommy kommt ganz gut allein zurecht, oder? So, und jetzt auf zu Justus. Papa organisiert Pizza und wir machen uns einen schönen DVD-Abend im Krankenhaus. Hast du auch genug T-Shirts für die 3 Wochen eingepackt? Emma, wer ist hier die Mutter? Du oder ich? Hm? Wahrscheinlich hast du recht. Die beiden dürfen ja gar nicht. Ist ja strafbar. Genauso wenig wie Manuel und Nele. Manuel? Mit Nele meine? Vivian behauptet, da war was zwischen den beiden, während Nele ihr Referendariat gemacht hat. Auf jeden Fall gibt's Ärger, wenn eine Lehrerin was mit ihrem Schutzbefohlenen anfängt. Bertie ist aber nicht Evas Schutzbefohlener, falls du das meinst. Das geht schon. Reingelegt. Bertie ist erst 15. Und Eva macht sich strafbar, bevor er 16 ist. In 4 Wochen wird Betty 16. Feli, er liebt dich. Obwohl du ja erst 14 bist. Kriegt er da Ärger? Ronja, Professor Voss spricht so schnell, du nimmst das Aufnahmegerät. Hat ihm Bruno schon gegeben. Der arbeitet eh lieber mit seinem Laptop. Gut. Vivian, deine Kolumnistin, weiß Bescheid. Die Klatschmoni freut sich schon auf dich und deine spitze Feder. Habe ich da eigentlich Pressefreiheit? Nino schmettert mir alle geilen Themen ab. Ötzi, Manuel, Nele. Du musst was essen. Ich lebe von Luft und Liebe. Sobald die anfangen, uns zu interviewen, sollten wir uns aufs Altenteil zurückziehen. Ja, ja, jetzt zieht's auch. Mir bei Herrn Kienz nicht übernehmen, oder? Ich bin irre voll mit Büffeln und Training. Sagst du Justus einen schönen Gruß? Du siehst ihn noch heute. Ich habe heute schon mit ihm telefoniert. Er versteht mich. Ich frage einfach Magda. Philipp brauchst du nicht fürs Making-of. Nee, ich interviewe ihn schon. Klasse, wie du das machst. Ich habe übrigens noch eine Idee gehabt. Wir ziehen eine Gegenwartsebene ein. Das Leben der Senioren heute. Dafür interviewe ich nachher noch Eva. Ist was? Mm. Sehr gut, Tommy. Weiter so. Ich hol die Tatzen, okay? Okay. Alles okay bei dir? Ja, klar. Ich bin auch gleich weg. Dann habt ihr die Halle für euch. Nur keinen Stress. Solange du nicht zwischen Tommy und dem Boxer kommst, störst du niemanden. Ich pass auf mich auf. Na dann. Da was für dich. Sorry, hab noch nicht geschafft, das abzuwaschen. Das gibt's doch nicht. Wie hast du das denn gemacht? Hast du schon getrunken? Naja, einmal. Ist doch fast voll. Nee. Lieb von dir, aber muss echt nicht sein. Danke. Wow, da steckt Power dahinter. Soll ich aufhören? Nein. Luft ablassen ist immer gut. Gut. Oh oh. Das glaube ich jetzt nicht. Ich dachte, du wärst im Altenheim. Boxen ist brutal und pervers.
Ja, das ist es, brutal und pervers. Vergiss nicht, dass nur Vollsparkus boxen. Leute, die zu doof sind zum Reden und nur draufhauen können. Ich will einfach nicht, dass Tommy das macht. Tommy ist zu mir gekommen, weil er Boxen lernen will. Es war seine freie Entscheidung in einem freien Land. Tommy, ich glaube, deine Schwester steht auf Diktaturen. Was soll das denn jetzt? Vielleicht hat Tommy dir das mit den Boxen nicht erzählt, weil er so viel Vertrauen zu dir hat. Weil du ihn immer verstehst. Weil du weder ihn noch Justus unter Druck setzt. Entweder du kontrollierst oder hackst ab. Und von wegen deiner Eltern machen Stress. Ich habe deine Mutter kennengelernt. Du machst dir selber den Druck. Immer perfekt sein wollen. Von einem Projekt zum nächsten rennen. In Hamburg haben wir ein Seniorenprojekt gemacht. Dann kam dein Soccer. Schade, dass Pelle dabei war und es versaut hat. Dann Projekt Justus. Der liegt jetzt im Krankenhaus. Gut gemacht. Du hast sie doch nicht alle. Jetzt kommt das Altenheim-Ding dran. Und Tommy, ich mag dich. Wirklich. Aber dein Gutmenschengetue nervt. Du glaubst, du löst die Probleme der Welt? Setz deinen schönen Arsch mal für die ganz in deiner Nähe ein. Und versteh, warum deine Brüder so ticken, wie sie ticken. Morgen machen wir weiter. Du bist echt die coolste Braut, die ich je gesehen habe. Witzig und... Du magst mich also auch. Was denkst du denn? Und bald bist du 16. Ja, und dann darf ich endlich. Ich kann es kaum erwarten. Nein! Was ist denn los? Alles gut. Ich habe nur schlecht geträumt. Sorry, Bertie, aber bei uns drüben ist die Hölle los. Unser Herr Wendler, ein Alzheimer-Patient, ist Schwester Helene entwischt. Und? Die Polizei hat ihn völlig verwirrt aufgegriffen und Helene bekommt jetzt eine Abmahnung. Weil der weg war? Ja, wir haben die Verantwortung. Ich habe auch schon eine Abmahnung. Warum das denn? Weil ich auf dem Weihnachtsmarkt war. Ohne Abmeldung. Aber Sie müssen doch nicht sagen, was Sie tun oder wohin Sie gehen. In einer Seniorenresidenz schon. Und wenn Frau Sandler noch mal einen Ausflug macht, ohne Bescheid zu geben, dann fliege ich. Ich muss sofort zurück. Hey, wir müssen unser Interview verschieben. Kannst du heute Abend vorbeikommen? Dann haben wir Redaktionssitzung. Ich habe Helene Spätdienst übernommen. Super schade.